Ich glaube, wir betreten jetzt tatsächlich die Schneekugel, die Verwunschene. Das ist ja geil. Ich wollte eigentlich Bowerstone erforschen, aber jetzt kommen wir da tatsächlich direkt in die Schneekugel. Ich hoffe, es gibt noch einige von diesen Schneekugeln. Das ist ja richtig schön, für so, um kleine Welten einzubauen und sowas. Einfach mal so Mini-Quests, Mini-Aufgaben, um einfach auch Abwechslung ins Spiel zu bringen, ist das natürlich super. Die Schneekugel. Wir haben, glaube ich, den Pferdeschwanz dran. Ich weiß gar nicht, hat man den vorher schon dran? Da hinten ist irgendwas. Untersuch den Fluch. Was ich jetzt nochmal mache, ganz kurz, ist ganz kurz Kleidung anlegen. Denn wir haben ja als Helm etwas bekommen. Raleighs Soldatenhelm haben wir bekommen. Oberkörper haben wir leider nur das Bettlerhemd. Hände, sonst haben wir nichts. Wir haben nur den Soldatenhelm. Hier ist es sehr merkwürdig. Auch die Färbung ist sehr merkwürdig. Keine Antwort. Wo sind wir hier nur? Und was findet denn da statt? Blaue Schatten. Hilfe! Bitte! Das soll aufhören! Wer seid ihr, blaue Schatten? Aua. Verschwindet aus der Kugel! Ihr könnt euch leisten Zähigkeit und das, glaube ich, brauche ich auch langsam, denn oben links unsere Herzanzeige ist nicht, sagen wir mal so, die ist nicht sonderlich groß. Stärke, ich mache mal ganz kurz Zähigkeit. Zack. Stufe 2 wird noch ein dauern. Ein Seherheld hält mehr Schaden aus. Genau, das war der Plan. Oma, hättest du mal zugehört. Wie geht es euch? Danke, das war einfach schrecklich. Dieser Ort ist verflucht. Seht nur, diese Dinger haben die ganzen Farben aus der Welt gesaugt. Ihr müsst die anderen retten. Sie haben keine Ahnung, was vorgeht. Hier, das braucht ihr. Ein Tuschkasten. Osthaustürschlüssel. Ein blauer Schlüssel, der die Tür zum Osthaus öffnet. Ich weiß gar nicht, wo das Osthaus ist. Da müssen wir jetzt zurück, glaube ich. Rettet die Bewohner vor den farbigen Schatten. Tatsächlich sind wir der Einzige, der hier farbig rumläuft und wir haben ein blaues Schwert und einen gelben Dingensbogen. Vielleicht freischalten? Ah. Die blauen können wir wahrscheinlich nur mit dem Schwert besiegen. Kommt doch raus, ist schön hier. Oh. Habe ich falschen Knopf gedrückt? Erstmal schön gegen den Baum treten, die Sau. Das müssten ja quasi die RGB-Leute sein, ne? Es müsste also noch gelbe und grüne geben. Hallo. Ah. Schon besser. Es wird auch Zeit, dass sich jemand um diesen Fluch kümmert. Natürlich. Hm, ihr werdet Hilfe brauchen, wenn ihr alle finden wollt. Hier, das habe ich als Junge gefangen. Es ist ein Schmetterling. Bitte was? Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit dem Schmetterling? Los, kleiner Schmetterling. Hallo, ich will den Schmetterling angreifen. Wo ist er hin? Ist er jetzt nach oben? Ich sehe den gar nicht mehr.
Truhe. Eine Truhe, wir beklauen den Opa. Ein Schmetterling, Alter, der hat doch einen an der Waffe. So, wir klauen aus der Truhe alles raus, was es gibt. Die Truhe hat noch ihre Farbe behalten, damit wir mit ihr interagieren können. Kondom? Was? Alter, der Typ ist 1000 Jahre alt und der hat einen Präser oben in der Truhe? Und wieso finden wir ein Kondom? Mit dieser schicken Hülle aus feinsten Tiergedärmen vermeidet ihr ungewollte Schwangerschaften und sexuell übertragbare Krankheiten, wie zum Beispiel von alten Tiergedärmen, wenn man sich alte Tiergedärme über den, weißt du schon, streift. Noch ein Kondom, Alter! Noch ein Kondom! Noch ein Kondom! Was ist denn das für eine alte Sportsrakete? Hochzeitsglocken! Ein Buch voller Ratschläge, wie man Liebesgefühle bei anderen weckt, bis sie endlich Ich will sagen. Es wird empfohlen, die begehrte Person gut kennenzulernen, was Sinn macht, wenn man sie heiraten möchte. Dann kann man die richtigen romantischen Ausdrucksmittel auswählen, sie mit passenden Geschenken überraschen und Verabredungen an den jeweiligen Lieblingsorten organisieren. Wer zu überzogen handelt, haha, Kondome überzogen, haha, kann jedoch Langeweile erzeugen, also sollte man beim Umwerben nicht zu stürmisch sein. Hat der Alte da oben einfach mal eine Familienpackung Haklefeucht, nicht Haklefeucht, hier, weißt du schon, Flutschi-Flink oder so, nee, Flutschi war was anderes, aber weißt du schon, was er da drin hatte, so. Wo ist er denn jetzt hin? Das gibt's ja, also ich bin immer noch irritiert und jetzt ist der Alte weg. So, Hund pennt. Ach, da ist das Ding hin. So, ich folge dem einfach mal. Ich vermute mal, es wird uns gleich... Da hinten ist was Gelbes, da ist noch eine Truhe. Bevor ich dem jetzt aber folge... Ja, genau da wollte ich mich gerade hin, huch. Wir öffnen mal eben kurz die Schatztruhe. Mal gucken, ob hier auch Kondome drin sind. Jetzt weiß ich, warum das eine Schneekugel ist. Aufgegossene Willenskraft... Tränke. Der Willenskrafttrank, mit dessen Hilfe man die peinliche Spaß-bei-Dinner-Partys-Stufe überwinden kann. Spaß-bei-Dinner-Partys? Was? Verstehe ich nicht. So, da ist nichts. In der Mühle vielleicht. In der Mühle ist eine Truhe. Können wir die durchsuchen? Diese Truhe wird sich nicht öffnen, bis das Dorf in neuen Farben erstrahlt. Okay. Wir müssen also noch weiterhin irgendwelche Viecher ausschalten. In der Gilde wartet eine neue Questkarte auf euch. Ich bezweifle, dass wir da reinkommen jetzt zu diesem Zeitpunkt. Es scheint doch ein wenig linearer zu sein. Hua! Zu viele! Ich hau die einfach so linear durch die Gegend. So. Hinfort, her, hinfort. So, jetzt könnt ihr mal ein bisschen... Hund, geh weg, ich will Trockenfleisch essen. So. Was? Zwei Fett? Ich muss leider noch mehr Fleisch essen, wie es aussieht. Ich bin nämlich sehr... ausgehüngert. Ausgehüngert. Und ich glaube, es kommen noch gelbe und grüne Viecher. Sonst können wir die Welt ja nicht befreien. Eure Handlungen haben eure Reinheit beeinflusst. Wahrscheinlich war das Schweinefleisch. Jetzt bin ich unrein. Oder es war nicht koscher. Ich weiß es nicht. Toller Schmetterling, den der Opa gefangen hat, mit dem das Tor hier aufgeht. Die Leute dahinter müssten alle verhungert sein. Oder das Tor war einfach immer geschlossen.
So, wo kommen wir denn jetzt dahin? Ich frage ich mich. Müssten wir die Blauen nicht bald mal besiegt haben? Ich laufe hier rum, aber irgendwie kann ich hier auch nichts machen, großartig. Man soll ja von den Wegen abkommen, aber irgendwie scheint das nicht immer was zu bringen. So, wo kommen wir denn? Sag mir nicht, das kann man kaufen, da oben das Haus. In der Schneekugel das Haus kaufen. Mürtlehütte, nur mit Einladung. Die Mürtle. Wohnt die nicht im Klo? War die das nicht? Oder war das die Myrte? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ohne Markierung hätte man den Weg hier echt nie gefunden. Der Brunnen. Bevor wir in den Brunnen ach komm, wir steigen einfach in den Brunnen. Das ging schnell. Das wird ja super mit den ganzen schwarz-weißen Thumbnails. Thumbnails. Mit den ganzen schwarz-weißen Thumbnails wird das voll super. Hat so ein bisschen Retro-Touch dann. Okay, wir müssen da lang. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Kommen wir da hoch? Offenbar nicht. Die Superheldengene, aber er kann natürlich wieder nicht klettern. Kommen wahrscheinlich auch keine 2 Pixel hoch. Wenn es drauf ankommt. So, kann ich jetzt nochmal eben schnell was fressen? Nee. Was war das jetzt unten mit dem Buch? Ach, ich kann auch dem Hund wieder einen neuen Trick beibringen. War das nicht das? Euer Hund kann jetzt einen Rückwärtssalto. Um das zu sehen, zeigt eine Trophäe oder spielt eine Partie Hutstürmern-Schnauzer. Gut, das mit der Trophäe müssen wir später machen. Wir haben den Kopf, der Fack haben wir ja immer mit. Der stinkt ja auch zum Glück nicht nach ein paar Wochen oder so im Inventar. Das ist ja egal, wir zeigen den später trotzdem rum, auch wenn da die Maden schon, die fetten, fleischigen Maden rausplumpsen. Da hinten sind die gelben. Gelbe Schatten. Bei dem kann ich nichts ausrichten. Der andere ist, glaube ich, blau. Huch. Mal kurz die ganzen Kugeln einsammeln hier. Und der, ist der gelb oder ist der blau? Da leuchtet beides. Ah. Kauft euch bessere Ausrüstung. Halt die Schnauze, ich muss den da umbringen. Ach so. So. Ah, diese Erleichterung. Danke. Nie wieder folge ich einem dieser dicken Vögel in eine Höhle. Glücklicherweise konnte ich ihn fangen. Warum spielt ihr nicht mit ihm? Was? Das sind alles Psychos. Was tut er da? Hier wohnen nur Psychos in dieser Schneekugel. Ach, einer dieser Vögel. Alter, seht ihr denn nicht? Das ist doch kein Vogel. Das muss man auch sehen, dass es kein Vogel ist. Ich hab einen Schmetterling gefangen. Oh, nein, Vogel. Aua. So, erstmal ein Trinken. Hä, wie yeah? Du sollst deinen Heiltrank trinken, du... Jetzt. Na also. So, ein Spaten. So, rechts entlang müssen wir, also gehen wir... links entlang müssen wir, also gehen wir natürlich... Ja, hier kann man viel finden. Traumhaft.
Hier ist alles doch recht linear, wie es aussieht. Und hier können wir sonst auch nichts machen. Naja, dann schwimmen wir eben. Kommen wir da aus dem Brunnen wieder raus? Wir tauchen nach unten und kommen aus dem... Ah nee, wir sind noch im Brunnen. Was ist denn das für ein Brunnen? Wer macht denn sowas? Da kommen wir nicht lang. Also für einen Brunnen ist das aber ein bisschen übertrieben, Freunde. Das ist doch kein Brunnen. Entschuldigung, wollte es mal probieren. Ach, das geht. Cool. Vandalismus! Also ganz ehrlich, das haben sie auch verdient. Wer so einen Brunnen baut, der... Wir sind jetzt nicht bösartig oder so, aber... So, ich befürchte nämlich, dass die womöglich sonst noch lebendig werden. Oha. Nein! Ach, der ist schon tot? Au! So, das Buch, da nehmen wir uns natürlich auch gleich. Erstmal Hauptsache, hier bleibt nichts übrig, kein Stein auf dem anderen. Wir heben das Buch auf. Archie Loggies Tagebuch. Das Tagebuch schildert die Obsession eines Mannes, die legendären abweichenden Ritter aufzuspüren. Der letzte Eintrag lautet: Ich bin meinem Ziel ganz nah. Ich kann den Atem dieser stolzen Ritter schon fast in meinem Gesicht spüren. Endlich trägt meine lebenslange Suche Früchte. Ich werde nie mehr allein sein. Die abweichenden Ritter werden mich beschützen. Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Das ist keine Tür. Ich weiß jetzt nicht, was die abweichenden Ritter sind, aber die weichen jetzt nicht mehr ganz so ab. Die Truhe hier, können wir die jetzt öffnen? Nee, ne? Bis das Dorf in neuen Farben erstrahlt. Das heißt, wir müssen noch in den Brunnen runter und bliblablo. Na. So, die abweichenden Ritter, die nehmen wir alle mal auseinander. Nicht, dass sich da irgendwo ein blauer drin versteckt oder ein gelber oder sonst irgendwas. Bauen die sich wieder auf oder haben wir die einfach alle stehen lassen? Ah, die haben wir einfach stehen lassen. Okay, halt! Da ist jetzt noch ein abweichender Ritter, zwei sogar an der Zahl. Uah, Alter! So, das waren dann wohl die abweichenden Ritter, wie es aussieht. Aus denen haben wir ein bisschen Gekröse geformt und jetzt gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Weiter, 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 weiter. Das Problem ist, da müssen wir wieder in den Brunnen. Sobald die Stadt in Farben erstrahlt, müssen wir wieder in den Brunnen, um die Truhe zu holen. So, hier ist nichts. Huch. Achso. Na nü. Ich glaube, wir sind wieder am Anfang der Höhle. Schatz. Oh, was haben wir denn hier?
Murgo-Statue oder Murgo-Statue, das Huhn. Um die Rekordverkäufe von Murgos Handelslexikon im ersten Jahr zu feiern, das kennen wir ja schon. Diese zeigt, wie man sich bei hohlköpfigen Bauern durch das Imitieren von ihnen bekannten Kreaturen beliebt macht. So, das war übrigens sehr lieb von dir. Ach so, jetzt ist die Schatzdingens wieder weg. Ich hätte den Hund mal loben sollen gerade. Das darf man nicht als selbstverständlich erachten. Ich glaube, der Brunnen ist leer. Ich glaube, hier waren wir nämlich schon. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir verlassen den Brunnen einfach mal wieder. Da, hier, erstmal rausstolpern. Hallo? Nanü? Na, das fängt ja super an. Da haben wir Fable 2 gerade mal so am Laufen und schon kommen wir da in diese komische Schneekugel. Fable 2 sieht so schön aus und in der Schneekugel dann alles schwarz-weiß und die Mannequin alle so ganz komisch gefärbt. Ich hoffe, wir sind da bald wieder raus. Wäre zumindest schön, aber das erfahren wir wahrscheinlich erst wieder in der nächsten Folge. Es tut mir leid, ich kann doch nichts dafür. Ich wusste das doch nicht. So, jetzt aber bis neulich. Tschüss.